Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, nicht wundern, meine Stimme ist heute ziemlich angeschlagen. Ich hoffe, es stört nicht allzu. Und ich hoffe, dass meine Stimme im Laufe des Tages auch besser wird. Aber ich bin wieder ja, ein bisschen verschleimt. Habe es ja euch im letzten Video angekündigt, dass es mir nicht so gut geht. Ja, hat sich doch dann bestätigt, dass ich wieder krank werde. Egal, das schaffe ich schon und es geht auch wieder weg. Ich sehe das mittlerweile ganz locker. Darf man sich gar nicht so reinsteigern. Ja, ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal mit durch unseren Tag. Mein Mann ist nämlich auch zu Hause, weil wir gehen dann zur Kinderärztin und nehmen von Valentin Blut ab. Wegen seiner Verdauung wollen wir das doch mal durchchecken. Wir haben es jetzt gleich 8 Uhr. Ja, Valentin. Hm? Valentin ist auch hier, ne? Ja, was ist denn da? Und Papa hat gerade mit Valentin Buch gelesen. Was hast du denn da mit Papa gelesen? Die Schafe. Hallo, Papa. Hallo, die 10 kleinen Schafe. Die 10 kleinen Schafe. Ein Buchtipp von Gesund und Herz. Ja. Möchtest du ein bisschen weiterlesen mit dem Papa, Valentin? Dort kann man viel über Schafe lernen, ja. Über Zahlen und über Farben. Okay, aber ich glaube, das Buch ist schon älter, ne? Das Buch ist von Franziska Gehm und Marina Rachner, okay. Vom Löwe Verlag. Kann es euch ja mal unten verlinken in der Infobox, wenn ihr möchtet. Ich nehme euch jetzt noch mal mit ins Bad, weil ich bin noch nicht ganz fertig gemacht. Und wollte euch mal... Was ist denn los, Schatzi? Willst du den Papa nicht noch ein bisschen? Na, das ist der Mama, ihr Schminktasche. Lass das einmal. Komm, geh mal zum Papa. Du hast doch mit dem gerade schön Geschichte gelesen. Schau mal mit dem Papa das Buch an, Mausi. Schau mal, das kannst du mitnehmen zum Papa. Magst du mal ein Zöpfle? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Meine Stimme ist echt Horror heute. Und zwar mache ich mich gerade fertig und ich habe mir ja hier einen neuen Mascara gekauft. Und der ist mega gut. Schaut mal meine Wimpern an. Also ich habe eigentlich nicht so lange Wimpern und der macht richtig tolle lange Wimpern. Den würde ich gerne euch mal verlinken. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Das ist von Catrice Clementol. Ich schminke mich ja eigentlich gar nicht so stark, aber momentan habe ich durch den ganzen Stress und da ich ständig krank bin, auch wieder vermehrt Psoriasis hier im Gesicht. Das sieht man jetzt nicht so, weil ich geschminkt bin und die Kamera macht da noch ein bisschen Filter drauf. Aber momentan ja, bin ich überhaupt nicht zufrieden und ich sehne mich schon nach dem Sommer, weil wenn dann wieder die Sonne drauf kommt und es wird wärmer, dann wird auch meine Haut wieder besser. Momentan ist es aber auch total kalt wieder draußen. Wir haben es bestimmt wieder Minusgrade. Letzte Woche war es so schön warm, plus 10 Grad. Das ist immer bei uns hin und her. Und den kann ich euch wirklich empfehlen. Und er macht richtig schön geschwungene Wimpern. Unsere Nachbar übrigens heute... Viel, viel besser als die Nacht zuvor. Die Nacht zuvor habe ich mir echt gedacht, mir alles zu viel. Weil ständig sind wir krank und Theodor hat auch noch verschnupfte Nase. Und dann habe ich da fast nichts geschlafen in der Nacht. Und die Tage sind momentan auch ziemlich voll. Muss einiges erledigen. Also es war echt die letzten Tage sehr, sehr kräftezehrend. Aber irgendwie mittlerweile denke ich mir, mein Gott, bekommt man auch irgendwie rum und immer positiv denken. Es hilft einem ja auch nicht, irgendwie ständig sich Kopf zu machen, Sorgen zu machen. Und irgendwie geht es ja doch immer weiter. Haarausfall besteht immer noch. Immer noch starken Haarausfall, aber das ist eigentlich total normal wegen der Hormonumstellung. Aber ich denke, ich mache mir heute doch wieder einen Zopf. Genau, weil es jetzt nicht frisch gewaschen. Ich wasche ja meine Haare nicht jeden Tag. Das
So alle 2-3 Tage reicht völlig, auch im Winter. Sonst werden die Haare einfach zu trocken. Ja. Hab mir auch neue Haargummis hier gekauft. Ja, die finde ich total schön. Sind auch schon mega Haare dran. Und ja, diese hier mag ich sowieso. Die habe ich eigentlich immer. Die sind auch schonend für die Haare. Ich kann euch die auch gerne mal verlinken. Aber ich mache mir ja sehr oft einen Zopf und da braucht man schon gute Haargummis. Theodor ist übrigens hier auch natürlich bei mir unten wieder in seinem Körbchen, beziehungsweise in seinem Nestchen. Genau. Super. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wollte euch noch mal ein kurzes Update geben bezüglich meines Gewichtes. Ich habe jetzt seit der Geburt gut 7-8 Kilo abgenommen. Bin aber noch nicht zufrieden. Ich möchte schon noch 4 Kilo ungefähr abnehmen. Vor allem natürlich hier an den Oberschenkeln. Das ist immer meine Problemzone. Bauch ist mittlerweile eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber ja, gehört natürlich alles dazu. Deswegen so 4-5 Kilo möchte ich schon noch verlieren. Und das ist ja mein Outfit des Tages. Pulli, Jeans und dann ja meine Hausschuhe hier. Jetzt hole ich mal Theodor. Kleines Mäuschen, wer ist denn da? Liegst du immer geduldig da, gell? Ja. Liegst du immer geduldig da, ne? Und schaust der Mama zu. Ja. Du kleine Maus, du bist immer gut gelaunt, das ist schön. Hm? Das ist schön, du bist immer gut gelaunt. Ja. Ich hoffe natürlich, dass Valentin heute nicht so stark leidet, wenn er jetzt Blut abgenommen bekommt, weil er kennt es ja noch gar nicht. Ja, ich hoffe, dass er das gut übersteht, aber ich glaube, es ist ein tapferer junger Mann, der schafft es ganz bestimmt. Valentin, bist du ein kleiner Computerstar? Was heißt denn du da? Wann müssen wir denn los? Darf man schon an 8:45 los, ne? Ja, ich muss jetzt zum Wäschen. Okay. Und mein Papier noch runterbringen. Kannst du schon noch auf Valentin machen? Ja, ich bin doch da. Muss ich dir zur Stuttgart weg? Ja. Valentin, schau mal ein bisschen Buch an. Ja, was ist denn das? Das braucht die Mama noch. Nicht kaputt machen. Ich muss jetzt noch einen Rucksack zusammen machen, weil wir ja unterwegs sind mit 2 kleinen Kindern. Und da muss ich natürlich immer auf jeden Fall Reserveklamotten und Windeln und Spucktücher und das alles mitnehmen. Deswegen kommt das alles hier in den Rucksack. Nehme ich immer ja noch ein Ersatzbody mit für beide, falls irgendwas passiert. Auslaufen. So, für Valentin nehme ich auf jeden Fall noch Hose und Body mit. Und dann noch einen Pullover. Dann noch einen Pullover. Und für Theodor das gleiche, einen Body, T-Shirt. Und oh, es ist schon fast zu klein hier alles. Eine Hose. Und dann auf jeden Fall noch für jeden Spucktuch.
Tuch. Momentan sabbern beide sehr viel. Und Socken, denke ich, jetzt brauche ich keine. So. Das einmal. Und dann nehme ich immer gerne, wenn wir unterwegs sind, Einwegwindeln mit. Theodor trägt aktuell die Vierer. Und Valentin trägt die Fünfer. Genau. So. Und was ich euch echt empfehlen kann, wenn wir unterwegs sind, wir wickeln ja eigentlich mit Stoff und wischen ja den Popo daheim mit so Waschlappen ab. Aber wenn wir unterwegs sind, sind diese Water Wipes hier einfach praktischer und ja, sind eigentlich aus 99,9% Wasser und ein bisschen Fruchtextrakt mäßig dabei. Die kann ich euch echt empfehlen. Die verlinke ich euch auch mal. Die sind wirklich klasse. Und dann nehme ich noch ein Spucktuch hier mit. Eine Unterlage. Kann man auch als Unterlage nehmen und das Kind drauflegen, wenn was wäre. Genau, das wäre es eigentlich. Und was ich auf jeden Fall auch noch mitnehme, ist ein bisschen Spielzeug hier für Theodor. Das liebt er ja auch hier. Das ist so ein Activity-Tuch, also so ein Fühltuch. Das sind so unterschiedliche Materialien. Das knistert zum Beispiel. Da ist so ein Spiegel drin mit so kleinen Bällchen. Das ist schwarz-weiß. Das sehen ja die Kinder am Anfang eher schwarz-weiß. Und rot ist ja auch so eine Kontrastfarbe. Das habe ich jetzt von Playgrow. Und ja, Emmy, der Esel, der ist bei uns ja auch total der Hit. Den haben wir schon bei Valentin gekauft. Und ja, der ist ja auch total süß. Der kommt auch mit. Der kleine Mann hat nämlich Hunger. Und der Papa muss jetzt mal schnell überbrücken. 1, 2, 3, fliegen! Ich muss für Valentin die Fläschchen noch fertig machen. Dann kann er sich da ein bisschen beruhigen nach der Blutentnahme. Muss ich aber jetzt noch sauber machen. Was ich bei Valentin ja immer in seine Fläschchen gebe, jeden Tag, ist hier dieses Sango-Meereskoralle-Pulver. Da sind über 70 Mineralien und Spurenelemente drinnen, unter anderem Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium, also alles Wichtige, was so ein kleiner Mensch für den Aufbau des Körpers, der Knochen, Muskeln, alles benötigt. Und ich nehme das auch jeden Tag, habe es in der Schwangerschaft getrunken und schmeckt nach gar nichts. Also das trinkt er jeden Tag. Da mache ich ein bisschen immer rein. Das ist so ein Pulver. Gibt so ein Messlöffel ist mit dabei und dann mache ich einfach ein bisschen rein. Und da ist er halt dann top abgedeckt. Und da brauche ich mir keine Gedanken machen, dass jetzt zu wenig Mineralien oder Spurenelemente aufnimmt. Und das Beste ist auch, dass es natürlich ist. Es ist jetzt nicht irgendwie synthetisch hergestellt. Das kommt aus Okinawa, Japan. Und ich verlinke es euch gerne mal in der Infobox. Ihr bekommt auch bei eurer Erstbestellung 12% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und da bekommt ihr nicht nur die Sango-Meereskoralle, sondern da gibt es auch Vitamin D und Vitamin K2,
Dann habe ich euch mal so ein Eiweißpräparat vorgestellt, das auch sehr gut für Sportler ist, aber auch wenn man abnehmen möchte, das nehme ich aktuell auch. Und Vitamin B12 haben die, glaube ich, noch. Also es ist ein begrenztes Angebot, aber dafür wirklich qualitativ hochwertig. Und schaut gerne mal, ich verlinke es euch in der Infobox, ihr bekommt 12% Rabatt bei eurer Erstbestellung. Ja, schaut gerne mal drauf. So, wir sind jetzt schon mal im Auto, aber bevor es losgeht, holt der Papa noch ein paar Brezen vom Bäcker, weil Valentin isst so gerne Brezen und ausnahmsweise, weil heute er Blut abgenommen bekommt, darf er eine Breze essen und ich esse auch eine mit. Genau, also wir haben es heute echt super tolles Wetter. Meine Stimme ist so richtig klasse heute. Ich hoffe, dass es im Laufe des Tages doch besser wird. Und ja, wir fahren jetzt ungefähr so eine halbe Stunde zum Kinderarzt. Und dann, eine kleine Maus, es wird schon. Diese tapfere Maus auf jeden Fall. Und ja, das schaffen wir schon zusammen, ne? Würde ich sagen, wir sehen uns dann nach dem Kinderarzt. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren jetzt gerade beim Kinderarzt. Meine Stimme ist auch ein bisschen besser vielleicht. Und zwar ist jetzt bei Valentin Blut abgenommen worden, um zu testen, ob er Fructose-Malabsorption hat. Beziehungsweise haben wir dann auch noch eine so ein Test für eine Stuhlprobe mit bekommen. Da muss man jetzt Stuhlprobe nehmen und dann wird es ausgewertet, was er hat. Und genau, die Blutentnahme war dafür da, ob er jetzt Diabetes haben sollte oder nicht. Also da bin ich wirklich gespannt. Ende dieser Woche kann ich dann anrufen und das Testergebnis mir durchsagen lassen. Drückt uns wirklich die Daumen, dass da nichts ist. Beziehungsweise, ja, wenn er jetzt irgendwie Fructose-Malabsorption hätte oder Laktoseintoleranz, dann könnte man das ja irgendwie gut behandeln. Und meistens geht es dann auch im Kleinkindalter wieder weg, weil es ist jetzt nichts für uns in der Familie oder in der Verwandtschaft, dass wir da irgendwas hätten. Deswegen denke ich mir, dass da das auf jeden Fall wieder weggehen wird. Ja, Theodor liegt hier übrigens unter dem Spielebogen und Valentin schläft hinten jetzt mit Papa. Wir sind jetzt vor 20 Minuten heimgekommen. Wir haben es jetzt gleich 12 Uhr und Valentin war mega müde. Auf jeden Fall hat er es super, super toll gemacht. Ich bin ja richtig stolz auf meinen Großen. Aber ja, es hilft halt nichts. Es muss abgeklärt werden. Ich habe mir jetzt, weil ich total Hunger habe und auch was für meine Nerven brauche, habe hier so einen Schokoaufstrich jetzt gemacht. Das ist selbstgemachtes Cashewkernmousse mit Ahornsirup und einfach Kakaopulver. Das schmeckt richtig gut, das kann ich euch echt nur empfehlen, wenn ihr Lust habt auf einen Schokoaufstrich. Ist total schnell gemacht und ich habe keins im Haus, einfach Nussmus mit Kakaopulver und Ahornsirup, Agavendicksaft mischen. Dann habt ihr da total das leckere, einen leckeren Schokoaufstrich. Ja. Ich bin auch mega müde jetzt. Mal schauen, ob Theodor sich ablegen lässt, dass er ein bisschen schläft. Ja, mein Mann ist ja heute auch zu Hause und wir haben echt klasse Wetter. Vielleicht, dass wir später noch ein bisschen spazieren gehen, weil heute Abend um 5 Uhr habe ich mit einer Freundin mal, gehe ich mit einer Freundin zu einem Rückbildungskurs, beziehungsweise ist das eher so Yoga. Da freue ich mich auch schon total drauf, mal ohne Kinder eine Stunde. Wohin, dann darf Papa mal auf die beiden aufpassen, aber das bekommt er auf jeden Fall hin. So, wir waren jetzt ein bisschen spazieren, ein bisschen an der frischen Luft. Wir waren im Wald spazieren, aber ja, den zwei Kleinen hat es überhaupt nicht gefallen. Es war, glaube ich, zu lang für die. Wir waren so 1,5 Stunden und davon eigentlich haben beide eine ganze Stunde lang durchgeblättert.
schrien. Also ja, ich habe mich jetzt auch fertig gemacht, weil ich jetzt dann in Yoga gehe. Ich habe mir einfach hier ein Sweatshirt übergeworfen, beziehungsweise ja, so ein langärmliches T-Shirt. Und unten drunter habe ich auch nochmal ein kurzärmliches T-Shirt. Und dazu habe ich noch meine alte Sporthose hier rausgekramt. Ja, die passt aber auf jeden Fall noch. Und da braucht man sich jetzt nicht extra irgendwas kaufen. Socken. Und dann nehme ich auf jeden Fall noch meine Yogamatte mit. Und ich höre Theodor schon wieder schreien. Der liegt unterm Spielebogen. Und da ist der Große. Ja, möchtest du was trinken? Hm? Na komm, Hausi. Ich habe jetzt auch noch geschwind eine Suppe aufgesetzt, so eine Süßkartoffel, Karotten, Fenchel-Kokos-Cremesuppe. Die püriere ich dann noch, bevor ich gehe. Ich gehe nämlich in einer halben Stunde ungefähr. Und dann können meine Männer, wenn sie möchten, auch schon essen, weil ich glaube, ich komme erst so gegen 6:30 nach Hause und wir haben es jetzt dann 16:30. Aber mein Mann wird es auf jeden Fall schaffen. So, ich habe jetzt alles zusammengepackt, was ich brauche. Yogamatte und ich nehme noch ein Handtuch mit. Mein Mann kümmert sich derweil um den Wäsche, Kinder. Ja, so geht es mir auch, ne? Den ganzen Tag Haushalt, Kinder, Wäsche. Und dann nehme ich auf jeden Fall noch, sagen wir mal abstellen hier, eine große Flasche Wasser mit zum Trinken. Hab Theodor gerade noch mal gestillt, dass er auch ruhig ist beim Papa, gell? Ja. Ist jetzt das erste Mal eigentlich, dass ich... Stimmt nicht. Doch. Nein. Wo war ich denn noch alleine? Du warst schon mal irgendwo. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt alleine mal wo bin, ohne Kinder und Mann, seitdem Theodor geboren worden ist. Ja. Und ja, ich bin schon gespannt. Bin jetzt ein bisschen kaputt, muss ich ehrlich sagen, von dem Spazieren, weil ja die Mäuse auch so geschrien haben die ganze Zeit. Aber ich werde das Beste draus machen. Heute ist ja der erste Kurs und ich habe ganz vergessen, ich muss noch Geld herrichten. Ne? Was? Geld brauche ich ja noch. Nee, Geld gibt's keins. Gibt's keins. Ich muss aber bezahlen, ne? Theodor. Mama muss bezahlen. Ne? Ja. So, ich bin jetzt wieder zu Hause vom Yoga. Es war richtig, richtig schön und entspannend, mal so eine Stunde für sich zu haben. Hier, ja, meine Stimme ist immer noch nicht ganz da. Ja, leider hat Theodor aber ja in der Hälfte der Zeit dann angefangen zu schreien bei Papa und wollte sich gar nicht mehr beruhigen lassen. Ja, mal schauen, nächste Woche vielleicht pumpe ich da mal Milch ab oder wir fangen demnächst auch an, ihm Beikost zu geben, weil er, glaube ich, Hunger hatte, obwohl ich ihn davor natürlich gestillt habe. Müssen wir einfach mal abwarten, wie wir es machen. Und ich esse jetzt hier noch zu Abend. Ich habe ja mir hier die Suppe gemacht. Schön warme Suppe. Und dazu esse ich einfach noch ein Brot. Und ja, trinke ein Glas Wasser. Würde ich sagen, beenden wir doch das Video an dieser Stelle. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und ihr könnt auch gerne mal in einen Kommentar da lassen, wie euch das Video gefallen hat. Und das sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.